Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich melde mich noch mal kurz vor der großen Inquisition morgen. Wir sind jetzt noch, wir haben jetzt gegen 18 Uhr, es sind noch ungefähr 15 Stunden, dann geht das los. Wie gesagt, schauen wir mal, ich denke mal, das Urteil steht jetzt schon fest, ne? Aber man kann ja positiv überrascht werden, weiß es nicht, auf jeden Fall. Steht dann der Berufung zu und soll das so ausgehen, wie ich das befürchte, werde ich die in jedem Fall in Anspruch nehmen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall mal melden zu den Kommunalwahlen. Ich wollte es eigentlich erst machen, wenn wirklich alle Wahlkreise ausgezählt sind, aber Gera, da lässt sich auf sich warten. 114 Wahlkreise gibt es dort und da sind erst 108 ausgezählt. Die restlichen 6, die kommen und kommen nicht. Dann habe ich beim der gelesen, dass es angeblich nochmal neu ausgezählt wird wegen Unstimmigkeiten und bla bla bla. Ich hatte heute früh mal angerufen, weil das Komische war, wo ich nachgeschaut habe. Vielleicht hat es der andere noch mitbekommen. Ich habe schon früh so um 7:30 habe ich die ersten beiden, die dann fertig waren, Weimarer Land und Unstrut-Hainich-Kreis gepostet. Da waren sie nur noch 3 gestern, beziehungsweise einer. Die waren dann schnell durch. Wahrscheinlich hatten sie nur nicht gemeldet. Die waren schon ausgezählt, was weiß ich. Ja, und da habe ich dann angerufen, weil da war komischerweise dann, es waren ja 94 heute Morgen, die schon ausgezählt waren, in Gera waren es 95, eine halbe Stunde und dann immer da aktualisiert. Und dann plötzlich waren es wieder 94, also da habe ich ja gesagt, was ist denn jetzt bei euch los? Also eben waren es 95, die schon ausgezählt waren, dann sind es wieder 94. Also in Gera, da scheint alles ein bisschen komisch zu laufen, ne? Aber ich denke mal 35,2% dürften sie nicht mehr aufholen, die CDU mit 16,3%. Und dahinter die Linken, glaube ich, waren es, nee, das Bürger, diese von diesem Herrn Fonab, diesem angeblich unabhängigen Bürgermeister, der hat da so ein neues Bürgerbündnis gegründet. Die haben 12,9 und der Linken 11,2, glaube ich. Also deswegen habe ich jetzt gesagt, mache ich es gleich, weil es ist schon lustig, wie man selbst einen Riesenerfolg der AfD kleinreden will. Das ist so dieses Typische in diesem Land im Moment, sich die Welt selbst bauen, so wie der Frau Nahles immer, ich baue mir die Welt, wie Pippi Langstrumpf sie gefällt. Ne? Also es ist noch nie in einer Kommunalwahl so über die Oberbürgermeisterwahlen und so weiter vordergründig berichtet worden, weil man wusste, dass man im eigentlichen Ergebnis der AfD ganz stark sehen wird. Um das Kleinzureden, kurzum, CDU hat trotzdem noch verloren. Ich denke mal, das wird sich auch an den 6 für ausstehenden Wahlkreisen nicht mehr ändern in Gera. Also nicht mehr 0,1% plus, Herr Vogt, sondern 0,1% minus. Das heißt, bei ungefähr gleicher Wahlbeteiligung, ihr habt Stimmen verloren, trotz dass ihr so eine Abkupferei bei der AfD gemacht habt. Ihr habt ja praktisch die AfD-Parolen alle übernommen. Bloß komischerweise bei euch kommt der Herr Kramer nicht und sagt, ihr seid rechtsextrem gesichert. Ne? Auch wenn die Programme jetzt mittlerweile sich fast so lesen wie der AfD. Bloß der Unterschied ist, die AfD würde das, was sie vorhaben, auch umsetzen, wenn sie die Möglichkeit haben. Das kann ja der Herrn Sonneberg nicht, der Oberbürger, der Landrat, was ihn ja angekreidet wird, weil ja bislang noch eine Gemeinderat hat, der ihn da blockiert. Ne? Das wird sich jetzt ändern, Stadtrat oder beziehungsweise Landrat, ein Kreistag. Kurzum, also AfD hat für mich eigentlich, es hätte noch besser sein können, es kann immer besser sein. Wir wissen, die Zeit drängt ja, sonst ist dieses Land komplett ruiniert durch CDU und die Ampelparteien. Aber ja, ich denke mal 8,1% plus 25,7%, glaube ich, sind es jetzt am Ende gewesen. 27,2 hat die CDU geholt. Insgesamt, wie gesagt, 8,1% plus ist sehr gut. Und da muss man ja wissen, die AfD hat nicht nur 8 Landkreise gewonnen, sondern sie haben eigentlich noch 2 mehr gewonnen, weil in Hildburghausen hat ja dieser böse Rechtsextreme Herr Frenk da viel abgefasst und hat man sagen, ja, ach so, die kriegen doch von Rechtsextremen die Stimmen. Ja, wer die AfD wählt, da können die ja nichts dafür. Und ich denke mal, bei der Landtagswahl und anderen Wahlen, da gibt es dann keine BIZ, nennen die sich, glaube ich, Bündnis Zukunft irgendwas. Ne? Auf jeden Fall, dieser Frenk hat da viel abgefasst. Also da hätte die AfD ohne diese Frenk wahrscheinlich klar gewonnen. Und im Saalfeld Rudolstadt, da hat ja dieser komische Frosch
dass ich auch noch eine frisch diese AfD-Liste erstellt, die der, aber der Landes-AfD nicht so gefallen hat. Und da gab es ja dieses Hin und Her. Ich habe mich da nicht so genau mit beschäftigt, wisst ihr, ich habe meine Auszeit genommen. Auf jeden Fall gibt es da noch eine alternative Liste und die wurde von Höcke unterstützt, weil die nur 13% bekommen hat, sagt man, abwatschen für Höcke. Nee, ich kann mir vorstellen, dass viele, die AfD gewählt haben, gar nicht mitbekommen haben, dass es da noch eine zweite Liste von der AfD gibt, die der Höcke unterstützt und haben einfach gesagt, ich wähle AfD und deswegen haben sie halt die AfD-Liste angekreuzt und die haben dort eigentlich zusammen weit über 30% geholt und hätten auch der CDU dann geschlagen. Also auch dort hat eigentlich die AfD gewonnen und im Saale-Holzland-Kreis waren es gerade mal 102 Stimmen, die der CDU mehr hatte. Die sind dabei beide bei 27% gelandet. CDU hatte 102 Stimmen mehr. Deswegen komisch war es auch einen Sitz mehr. Also, das ist schon Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Also, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Und vor allem bin ich noch zufrieden mit Erfurt. Weimar, da kannst du momentan nichts machen. Das ist eine Stadt, wo viele Rentner hingezogen sind. Auch viele, die nicht Thüringer sind, sich sehr bequem machen. Und ja, den Brassolos aus dem Buchenwald zu erzählen und sagen, ja, nicht AfD wählen, weil sonst kommt Buchenwald wieder und so weiter. Da wählen die halt keine AfD und da ist es schon gut, dass sie sich dort verbessert haben. Und Jena, das ist halt, das Jena ist so dieses Biotop in Thüringen, wie sich unsere Regierenden Deutschland bzw. die BRD vorstellen, identitätslos, ohne Heimatbindung, ohne wirklichen Bezug zu seiner eigenen Identität. Das sind nämlich alles Studenten, jede Menge Studenten. Man sieht das im Umland von Jena, da hat man wieder eher der AfD gewählt. Ne? Aber in jener Stadt, wo diese ganzen, die meinen, ich brauche keine Identität, ich kann sie mir aussuchen, wie ich will wohnen, dort hat natürlich der Grüne als einziger gutes Ergebnis geschafft. Ne? Und der FDP, ne? Ja, ansonsten ist der FDP, die Grünen sind voll abgeschmiert, der Linken, auch übrigens dort, wo keine BSW angetreten ist, haben sie massig verloren, die Linken. Also es liegt nicht nur an der Frau Wagenknecht, dass die da verlieren. Ne? Und ja, wie gesagt, das Ergebnis spricht für sich. Kurzum, egal was die da jetzt schreiben, lesen und reininterpretieren wollen, Höcke hat nicht verloren. Ich habe jetzt gerade was noch gehört von dem einen Typ, der da mal Videos macht, Bildzeitungen, die da berichten, ja, Höcke droht Rauswurf. Also, wenn da was dran sein sollte, wagt es euch nicht, dann ist Thüringen verloren. Das könnte von euch ausgehen. Hintergrund ist auch die vielen Wahlbündnisse und all das, die da sich geschlossen haben, diese Wahlwählervereinigung. Manche sind erst kurz vorher wieder gegründet worden, damit man Leute täuschen kann, um sie abzuwerben von anderen, von der AfD. Die wird es bei der Landtagswahl nicht geben, die wird es auch bei der Europawahl nicht geben, die gibt es auch nicht bei der Bundestagswahl, solche Wählervereinigungen etc. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass da viele, viele vielleicht auch noch sich für die AfD entscheiden. Also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Es ist keine Niederlage in keiner Hinsicht für die AfD. Also wenn man anstatt einen Landkreis wie vor 5 Jahren in Gera plötzlich 8 gewinnt, zwei eigentlich noch zusätzlich gewonnen hat, wenn man es richtig betrachtet, und einer gerade mal mit 102 Stimmen an der CDU gegangen ist, die SPD total raus ist, die früher, wie ich es noch gut dargeholt hat, die Linken im Prinzip nur noch eine Randerscheinung sind in Thüringen kommunal. Also da zu sprechen, dass die CDU der Sieger wäre oder die AfD verloren hätte, also es ist schon lächerlich, ist lächerlich. Aber wir kennen das in dem Land. Wenn die Preise steigen, ist alles stabil. Migranten sind alle gut, egal wo, was sie tun. Deutsche sind alle schlecht, die sich dagegen wehren. Herr Kramer ist immer der Beste. Herr Meier ist der Schützer. Ja, gut. Okay, wie gesagt, wollte ich nur noch sagen, also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Vor allem mit Erfurt, wie gesagt, sind über 20% noch gekommen, frühs mittags, wo ich da wieder, ich habe ja noch zum Auszählen dazugeschaut am Montag. Das hat 4 Stunden gedauert bis um 12. Haben sich echt Zeit gelassen, war auch nichts, wo ich sagen konnte, es war irgendwas faul. Einer hat leider 4 Kreuze bei der AfD gemacht, das waren die einzigen ungültigen Stimmen bei der AfD, die raussortiert worden sind. Ansonsten waren das alles Linke, Grüne und so weiter, wo irgendwo was falsch gekreuzelt war und so weiter. Oder die hatten gleich komplett durchgestrichen, es waren nur 13 ungültige Zettel hier in dem Wahllokal. Also in dem Wahllokal, wo ich war, ist alles im Großen und Ganzen gut ordentlich abgelaufen. Und da war ich auch so ein bisschen wütend, wo ich die ersten Zahlen gesehen habe. Da war der AfD bei 13, noch was Prozent. Sag ich, sind die noch alle bescheuert in Erfurt. Da wollen die ihre Stadt unbedingt kaputt machen lassen. 20,3%,
mehr Stimmen zugewonnen als die CDU, wie gesagt. Und die CDU, Herr Vogt, hat verloren 0,1% und nicht zugelegt, ne? Ja, gut. Und ich denke mal, bei den Landtagswahlen wird das wieder so ähnlich sein, dass ihr bei 20% landet, der AfD bei über 30, ne? Gut. Es sei denn, sie sind wirklich so blöd und wollen Höcke jetzt loswerden, ne? Weil ihnen das der Welt und heute Journal und alle so einreden. Gut, okay, das soll es gewesen sein. Drückt mir den Daumen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm wird morgen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall denke ich mal, wird es so kommen, dass ich eine Berufung einlegen werden muss. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, ich wünsche euch was, ne? Ja, ciao. Halt die Ohren steif.